1. März, also haben wir 1. März einfach geschlafen und war ein ganz normaler Tag. Und dann hören wir, also, dass jemand kommt, also in die Stadt kommt, und hören wir Waffen und Leute und Schreien. Und dann habe ich vom Fenster geguckt und dann, es waren manche Frauen und Kinder, also, die umziehen, also so einen kleinen Koffer. Das Flugzeug und ist auch oft zu uns gekommen. Um 10 Uhr haben wir das erste Flugzeug gesehen, also Hubschrauber. Es war Hubschrauber und hat die Bomben geworfen. Egal wer ist, die Hauptsache, dass jemand stirbt. Wie Feuer oder so. Ich kenne Islam schon seit etwa 3 Jahren. Damals haben wir zusammen unter einem anderen Projekt, das hieß Greater Future, das war ein Mentoring-Projekt, ein Ehrenamtsprojekt. Da war Islam eben ehrenamtlicher Mentor für eine Gruppe Jugendlicher und hat damals schon eine Tanzshow erarbeitet und im E-Werk aufgeführt. Und dann kamen einfach ungefähr 40, 50 Jugendliche auf uns zu. Wir waren umzingelt und haben gefragt, wir wollen tanzen, wir wollen tanzen, wir wollen tanzen, bitte könnt ihr mir Tanzen beibringen. Dann kamen die ganzen Leute zu Islam und haben gefragt, ob die auch kommen können oder mitmachen. Und dann fing es an, dass wir eine Show angefangen haben und dann die immer dazu kamen und ja. Und so wurden wir eine Gruppe und haben was gestartet. Und dann habe ich einfach erstmal angefangen, sie zu unterrichten. Ohne Gelder, ohne irgendeine Idee oder eine Show oder sonstiges. Wir hatten nichts außer einen Tanzraum und die Jugendlichen. Es kam am Anfang fast schon zu gut an, weil er dann 30, 40 Jugendliche hatte, die nicht in diesen Tanzraum gepasst haben. Und wo auch klar war, er kann nicht mit 30, 40 Leuten eine Tanzshow filmen. Das Wort Deutschland, weil ich immer gedacht habe, dass Deutschland Germany heißt. Auch auf Deutsch. Ganz andere Kultur, also arabische Kultur und deutsche Kultur ist wirklich anders. Die Sprache ist ganz, ganz anders. Also vor allem bei Frauen und Männern, Kindererziehung, die Religion ist viel anders. Gibt es so viele Sachen. In Syrien gibt's. Straße anders, du siehst die Kleidung anders. Also sie um 8 alles schließt. Also um 10 schlafen alle. Straßenbahn hatten wir nicht. So habe ich das nur hier gesehen. Da gibt's keine Straßenbahn. Immer laufen. Und die Straßenbahn ist pünktlich. Zum Beispiel jetzt, wir haben eine Szene, zum Beispiel in der Straßenbahn. Also die heißt unsere Straßenbahnszene. Manchmal also fahre ich mit der Straßenbahn und sitze ich, dann sehe ich so, alle sind blond. Außer ich, also schwarze Haare und so alt und verschiedene große und so. Dann sitze ich und denke ich, dass alle so mich angucken. Also, oh, schwarze Haare, oh, Muslim, oh, Flüchtling. Oder so, oh, was sagen sie? Oh, was denkt die Frau? Oh, sie guckt mich. Nein, guck runter. Nein, nicht. Guck vom Fenster. Oh, schöne Stadt. Nein, ich muss sie nochmal angucken. Dann gucke ich sie nochmal. Oh, sie guckt mich nur. Was denkt sie? Oh, ich bin nicht Terror. Ich bin, oh. Nein, nein, ich bin wirklich normal. Was denkt sie? Oh, oh Gott, komme ich sicher heute nach Hause? Sieht man, da haben wir Interviews und das sind richtige Gedanken von unseren Flüchtlingen. So wie die denken. Die wollen echt keinen Stress. In der Szene, wie eigentlich ein Flüchtling oder unsere Flüchtlinge denken und wie die Gesellschaft denkt. In der Schule. Liebe Schüler, Konzentration jetzt. Wir lernen den wichtigsten deutschen Satz. Bitte ziehen Sie eine Nummer und nehmen Sie im Wartesaal Platz. Ihre Nummer wird dann aufgerufen. Ich wiederhole. Bitte ziehen Sie eine Nummer und nehmen Sie im Wartesaal Platz. Nehmen Sie im Wartensaal Platz.
war ein langer Gruppenbildungsprozess. Also es waren, am Anfang waren es irgendwie 30 Leute, ja, dann waren es 20, dann sind noch mehr gegangen. Und irgendwann stand dieser Termin fest im E-Werk. Also wir wussten das so 6 Monate vorher, vor dem eigentlichen Auftritt, haben wir diesen Termin gekriegt. Und dann hat sich relativ schnell eine fixe Gruppe gebildet von Leuten. Und mit denen haben wir dann letztendlich ein knappes halbes Jahr auf diese Show hingearbeitet. Vor 5 Jahren waren wir alle noch an ganz, ganz unterschiedlichen Teilen der Erde so, und hätten uns damals wahrscheinlich nie gedacht, dass wir zusammen mal jetzt hier im Theater sitzen und so ein Stück aufführen. Einerseits natürlich die Choreografen, also die Tanzlehrer, den Islam und den Marc, ich und Janusz, die so diese technischen Aspekte abdecken, also alles, was über Musik und Film und so läuft. In dir lebt ein Traum, aus dem du jetzt erwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Und dann halt hin zu den Tänzern und den Leuten, die hier tanzen. Das sind alles junge Geflüchtete im Alter zwischen 13 und zum Teil jetzt 20, 22 und alles unglaublich spannende Menschen. So, also ich habe die am Anfang kennengelernt und ich konnte mich mit den meisten gar nicht unterhalten. Also was wir immer wieder gehört haben, war so dieses Jahr, ich habe das zu Hause, also in meinem Heimatland, immer auf YouTube gesehen und Hip-Hop-Tanzen fand ich immer ganz toll, aber das wurde nirgends angeboten bei ihnen zu Hause oder es wurde einfach nicht gemacht, ja, nicht praktiziert. Und als die dann letztendlich hierher kamen und das endlich machen konnten, war halt die Motivation auch entsprechend groß, das dann zu tun. Projekt zu zeigen, dass es keine bloßen Objekte sind. Ne? Also wir wollen einfach etwas machen, wo nicht nur gesprochen wird über sie, sondern wo sie die Möglichkeit haben, auch selbst zu Wort zu kommen. Alles klar, jetzt machen wir uns erstmal warm für die Show. Habt ihr verstanden? Okay? Nicht schlafen, habt ihr verstanden? Ich glaube, es ist besser, als ich zu Hause bleibe. Weil wenn zu Hause ist viel langweilig, aber hier... Ja, kommen, Training machen. Bei ihm, man hat Spaß und so. Etwas lernen. Ich verstehe jetzt Musikalität besser. Ich habe viele Leute kennengelernt. Wenn es jetzt um die Frage geht, ob die Arbeit mit Geflüchteten nochmal anders ist als mit Jugendlichen an sich, was ich ja eh schon vor Ort mache, Jugendarbeit, ne, würde ich sagen, nee, es ist keine andere Arbeit. Warum? Weil geflüchtete Jugendliche genauso Jugendliche sind. Wir vorbereiten für Ewe und ein bisschen Stress. Ja, wirklich. Ich habe Angst, mach Fehler oder so. Aber ich glaube auch, die andere macht Fehler. Wir müssen keinen Scheiß machen. Ich denke an Tanzen auch immer. One more.
verstanden haben sie ziemlich schnell, ziemlich viel. Aber selber zu sprechen hat einfach ein bisschen gedauert. So. Die waren auf jeden Fall sehr schüchtern. Aber so, ich bin jetzt neu in die Gruppe gekommen und das ist gar nicht so. Die sind echt alle so cool. Wir lachen die ganze Zeit, ist echt. Wir haben immer Spaß in unserer Gruppe. Und wir tanzen, wir lernen was, wir lernen Deutsch. Man kennt sich halt auch gut, man war schon viel zusammen unternommen. Ist halt auch immer witzig. Es gibt auch viele Herausforderungen, zum Beispiel jetzt Shows und so. Und wir nehmen die auch natürlich an. Also, als ich die das erste Mal gesehen habe, konnten sie noch nicht mit mir wirklich reden und haben sich total geschämt, überhaupt zu tanzen, wenn ich da stand oder wenn ich sie angeguckt habe, wurden sie bleich oder rot. Dadurch, dass sie angefangen haben zu tanzen, muss ich echt sagen, dass sie sich so krass verändert haben, dieses Auftreten, ja. Sie schämen sich nicht mehr, mit anderen Menschen zu reden. Schon allein, dass sie tanzen und ihre Gefühle dadurch zeigen, mehr wie Wörter, wenn kleine Kiddies zu denen gekommen sind oder Erwachsene, die sie belobt haben und sie stolz dastehen konnten und sagen konnten, hey, ich bin ein Tänzer, die Veränderung ist in jeglicher Hinsicht. Wir haben zusammen ein Jahr lang mit dieser Gruppe gearbeitet, 3-mal in der Woche bis zu 4-5-mal in der Woche trainiert. Und das Erstaunliche ist, was sie innerhalb dieser kurzen Zeitraum alles gelernt haben. Und das werden wir euch jetzt präsentieren, und wie stark sie stehen können vor einem Publikum, wo sie noch nie standen. Das Wichtigste ist, dass man sie versucht zu öffnen. Ich, Janosch und Richard haben das echt irgendwie durch die Zusammenarbeit und durch das Unterrichten und einfach durch das Tanzen vor allem, glaube ich, geschafft in diesem kurzen Zeitraum. Die waren wirklich von Anfang an Feuer und Flamme und bringen 150% so seit einem Jahr. Und es haben sich da halt einfach Freundschaften gebildet, die halt mittlerweile über dieses wöchentliche Treffen hinausgehen. Und die Leute verbringen einfach Zeit miteinander. Sprache ist ja sowieso immer der Schlüssel zu jeder Integration. Und wie Islam mir schon gesagt hat, die konnten am Anfang überhaupt gar kein Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie das Janosch und Richard geschafft haben, sich mit denen zu verständigen, aber es ging wahrscheinlich alles über Islam. Und der kommt aus Iran, komme ich aus Syrien und der kommt aus Kosovo und sowas. Hauptsache, wir sind alle Menschen. Genau. Wir sind alle Gleiche, sind alle Menschen. Aber jetzt, seitdem ich jetzt zum Beispiel hier bin, ich kann mit denen kann ich mich problemlos unterhalten. Ich denke, wenn irgendwas gelungene Integration ist, dann, wenn die jungen Menschen das Gefühl haben, ja, ich bin gewollt, ich kann was und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich finde es halt schwierig zu sagen, wir machen jetzt Integration. Tanzprojekte, Musikprojekte, egal welcher Art, solange die Leute in den Gruppenkontext eingebettet werden und Kontakte knüpfen können nach außen zu Menschen, die schon länger in Deutschland leben, in Deutschland geboren sind, was auch immer, dann findet die statt. Die Tanzschule ist nie fertig, sie entwickelt sich immer weiter und es sind immer verschiedene Tänzer, Tänzerinnen dabei, es sind immer verschiedene Geschichten. Alles kann. Ich will mit Tanzen mal was erreichen. Ich kann da Tänzer werden, sowas halt. Wie er gerade sagte, nichts ist leicht, aber irgendwo muss ja auch die neue Generation. Mal so viel positives Feedback gekriegt habe in meinem Leben wie jetzt irgendwie nach den letzten Stücken. So, das ist schon, also es berührt die Menschen
und nimmt sie mit. Gleichermaßen aber auch ist das, glaube ich, einfach grundsympathisch. Aber wir hoffen halt, dass wir die Gruppe, so wie sie jetzt ist, möglichst lang halten können. Und wir das, was wir jetzt machen, einfach weitermachen und noch ausbauen und verändern. Das wäre so der absolute Optimalfall für uns. Weil einfach bei Shelter geht es um Kreativität, geht es ums Ausprobieren, geht es ums Ausleben von geflüchteten Jugendlichen. Und da passt MOVE hervorragend rein.